Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen wundervollen Menschen neben mir oder bei mir, meinen lieben Freund Marco Greulich. Hallo. Auch seit, wir kennen uns seit 2015 mal locker. Mhm. Irgendwie geil, dass du da bist. Du hast tolle Rezepte mitgebracht. Wir werden zusammen grillen. Das heißt, ich werde schon mal nicht verhungern. Und es wird schmecken, denn Marco ist Grillweltmeister, Gewürzepapst, der zweitbestaussehendste Griller in diesem Video. Und ich krieg gleich Bar auf die Fresse. Marco, was hast du uns Leckeres heute mitgebracht? Pass auf, Benni. Heute machen wir mal Gyros. Sehr aber geil. Nicht klassisch griechisch, ja, sondern mal was anderes. Und zwar American Style. Okay, das bedeutet American Style für die Zuschauer? Wir schneiden das Fleisch wie bei Gyros halt auf Streifen. Ja. Wir würzen es aber nicht halt griechisch, so Oregano, Kräuter und so weiter, sondern mit einem richtig geilen Barbecue ab, mit Whisky. Wir machen schnell einen Coleslaw dabei. Okay. Und ist mal Gyros ganz anders. Weißt du, es ist immer dasselbe, das Gyros. Sehr, sehr geil. Lecker, ne? Aber warum nicht einfach mal was trauen und was anderes machen? Perfekt. So wird's gemacht und wir starten mit den Vorbereitungen, damit was schnell im Magen kommt. So, Marco, wie ist denn hier die Aufgabenverteilung? Also ich sehe, das Fleisch geht mehr in deine Richtung und ich habe die Zwiebel. Ja, du hast die Zwiebel. Pass auf, wir brauchen hier, wir haben hier den Rotisserie-Spieß für den Gasgrill. Geht auch auf Kohle natürlich, ganz wie ihr es habt. Da kommt gleich natürlich unser Fleisch drauf. Ja. Und um den Ganzen ein bisschen Halt und auch Abstand zum Rand zu geben, haben wir hier eine Zwiebel, die wird einfach halbiert. In Köln seid mal ehrlich dafür. Okay, ich bin aus Friese. Sag uns ehrlich. Also halbieren, schälen, den Rand ganz schön abschneiden, einfach und dann quasi so, ne, genau. Schön. Dann mache ich das doch schon mal. Hier, pass auf, ich habe hier einen schönen Duroc-Nacken. Duroc-Nacken? Duroc-Nacken. Also, gutes Fleisch für gutes Gyros. Und den habe ich ein bisschen angefroren. Und zwar lässt sich viel besser schneiden dann. Weißt du, wenn der Nacken so seine... Schöner Tipp, sehr gut. Seine 7 Grad Kühlschranktemperatur hat oder sowas, ja, ist immer so ein bisschen wabbelig. Und durchs Anfrieren habe ich halt da ein bisschen mehr Halt fürs Messer und kann schönere Scheiben schneiden. So, ich habe hier... Das ist aber ein schöner Tipp für euch, Freunde. Also, scharfes Messer. Und dann schneiden wir so Scheiben von einem Zentimeter ungefähr. Ich bin ja gleich schon mit 50% meiner Aufgabe fertig. Ach so. Nicht, dass ich nachher noch arbeiten muss hier. Tja. Das liegt mir fern. Mein Duroc, ich liebe Duroc Iberico, diese ganzen Eichelschweine, sage ich jetzt einfach mal dazu. Dieses nussige, buttrige, ehrliche Fleisch einfach. Nicht zu vergleichen mit unserem Mastschwein, Hausschwein, was man sonst so kennt. Ne? Ist einfach so. Viele meinen leider immer noch Fleisch ist Fleisch, oh, aber da gibt es einen riesen Unterschied. Ganz, ganz weit weg. Der Mix aus Rasse und Haltung, Tierwohl, Futter und so weiter ist einfach, ja, das macht eine ganze Menge aus. Gerade für uns irgendwie als Griller, als leidenschaftliche Genießer auch am Ende des Tages, bestellst du Scheiße, kriegst du Scheiße, aus dem Esel machst du kein Rennpferd. Das heißt, im Einkauf ist es halt einfach wichtig, da schon auf gute Qualität zu achten, damit das auch einfach beim Verarbeiten Spaß macht und beim Essen ja sowieso. Du kannst auch sagen, wenn du gutes Fleisch hast, was einfach gut gewachsen ist und so weiter, bleibt doch mehr über davon. Ja. Das kennst du von so einem normalen Supermarktschwein natürlich zum Beispiel. Das kommt in die Pfanne oder auf den Grill, schrumpft zusammen. Du guckst da rein, so wo das Schwein hin, ne? Genau, oder ja, schwimmt, ja, schwimmt im eigenen Saft und da bleibt halt viel mehr von über. Marco, du machst das Fleisch. Ich habe jetzt die 50% meiner Aufgabe erledigt. Ich hoffe, zu deiner vollsten Zufriedenheit. Hast du noch was für mich, was ich gerade schnibbeln kann? Zur vollsten kommen wir gleich. Schnibbeln gerade nicht. Pass auf. Würzen, essen. Ich habe da griechischen Joghurt. Ein bisschen griechisches. Ah, doch griechisch. So, aber ich bin verwirrt. Kann das jemand aufklären von euch? Wie gesagt, kein Gyros-Gewürz. Kein Gyros-Gewürz. Sondern ich habe hier More Than a Whisky. Und bei Rock and Rubs haben wir eine Serie, wo wir immer den Pfeffer in Spirituosen mariniert haben. Zum Beispiel hier in einem Whisky, das ist ein bayerischer Whisky, Bourbon Style von Penninger. Ja. Sehr guter Tropfen. Und darin haben wir Pfeffer mariniert, dann wieder getrocknet und darauf quasi dann den Barbecue habe aufgebaut. Okay. Ist eine ganz coole Sache für Pulled Pork, Ribs, Brisket, solche Sachen, Chicken Wings, Nackensteak, aber auch für das Gyros, mal richtig geil. So, also ich hab schon dran genascht eben, ich habe schon mal dran gerochen. Das scheint vielversprechend zu sein, Spaß zu machen. Auf jeden Fall. Und das kommt jetzt mit in den griechischen Joghurt? Genau, einfach so, ja, zwei, drei Esslöffel voll, nach Gefühl. Man muss ja zwischendurch mal probieren, ne? Ja, ich glaube, ein bisschen mehr darf ruhig sein. Du hast ja hier fast 3 Kilo Fleisch. Und du brauchst in der Regel so 25, 30 Gramm auf ein Kilo für die Würzung, sag ich mal. Also, da darf schon ein bisschen rein. Okay. Und damit marinieren wir jetzt das Fleisch quasi. Genau. Und dieser Joghurt macht halt auch unvergleichlich zart. Ja. Dann der Griech hat ein bisschen mehr Fett.
Und das sorgt nachher auch beim Garen dafür, dass du halt, ich sag mal, einen schönen Schmelz hast und das Ganze so ein bisschen knusprig frittiert außen und so weiter. Ich würde da noch mal drei machen wollen. Noch einen Schuss, okay. Andere trinken Cola Whisky. Benni genau. Macht sich die Joghurt-Variante. Mann, man kriegt den Joghurt. Ja. Jetzt nehme ich einfach hier so eine praktische Edelstahlschüssel. Ja. Und beschichte unten quasi den Boden mit dem gewürzten Whisky-Joghurt. Und lege da so ein paar Scheiben einfach nebeneinander. Mhm. Und mach die nächste Schicht. Überall was drauf. Ich wäre jetzt zum Beispiel jetzt so ein Assi. Ich würde hier einfach da drauf hauen, große Schüssel, einmal richtig so verrühren, vermengen, alles irgendwie mit der Hände arbeiten. Du machst es mehr so filigraner. Kannst du auch machen, aber ich bin das ein bisschen. Der zärtere von uns beiden, der zartere von uns beiden. So. Also pass auf, das wird jetzt schön hier eingestrichen und braucht da ein bisschen Zeit zu marinieren. Jetzt heute im Video haben wir nicht ganz die Zeit. Wir haben nicht mal wie in irgendeiner Kochshow mal was vorbereitet, was irgendwie 12 Stunden ziehen muss. Wir machen das hier wirklich aus dem Lameng. Wie lange empfiehlst du unseren Zuschauern irgendwie das zu marinieren, zu also würzen? Ich würde es einfach am Vortag abends schön einlegen damit. Kann halt man auch über Nacht ne? ziehen lassen. Und dann, wenn du Platz im Kühlschrank habt, den ganzen Spieß in den Kühlschrank packen. Dann kommt das Ganze ein bisschen in Form. Und mit so ein bisschen Klarsichtfolie, genau. So in Form bringen, eindrehen, einrollen. Dann sieht es richtig professionell aus. Ja. Wie ich immer schön sage, der Rand darf auch gerne lecker werden. Ja, das ist so. Ich meine, das wird auf dem Spieß sowieso. Marco, bevor du jetzt hier anfängst aufzuspießen, lass mal erstmal anstoßen. Ich mag, wie du denkst. Hör mal, schön, dass du wieder da bist und dann wieder vereint sind. Kann man trinken. Wunderbar. Um 10 Uhr morgens. Um 10 Uhr morgens. Was natürlich Quatsch ist. Ja, klar. Wir machen ja immer spät. Es ist 10.35 Uhr. Gar nicht so schlimm. Das kann man jetzt so einfach abdecken, mit Frischhaltefolie in den Kühlschrank packen. Ja. Oder auf den Spieß stecken, wenn man einen großen Kühlschrank hat, das Ganze im Kühlschrank schon wegpacken. Wir spießen mal eben auf. Ja. Pass mal auf, ich habe hier jetzt natürlich den Santos Grillspieß. Und das Praktische ist, der Griff ist auch ein Ständer. Das heißt, normalerweise, wenn ich sowas ausspieße, ist es immer ziemlich unhandlich. Da brauche ich immer noch eine dritte Hand. Aber so kann ich hier wunderbar und sicher mit arbeiten. Ja, und auch sauber. Ne? Also deswegen, kleiner Tipp von mir, irgendwie als gelernter Koch, immer sauber arbeiten. Jetzt haben wir ja eh die Schüssel schon versaut hier, wo das Fleisch mariniert drin ist. Dann können wir das auch hier in der Schüssel aufpieksen. Die Marinade kann im Notfall irgendwie hier in die Schüssel oder in den Behälter tropfen. Dann versaut ihr euch nicht so die Arbeitsfläche oder die Spüle oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja, Marco, your turn. Alles klar. Guck, das spießen wir jetzt auf. Hier unten auf den Spießgabel noch mal eben fixieren, dass wir den Start so ein bisschen fest haben. Und dann einfach immer so um 90 Grad, 90 Grad verdreht die Scheiben aufspießen. Ich habe ja schon wirklich viel Blödsinn auf dem Drehspieß gemacht, Marco, ja. Aber noch nie Gyros. Echt jetzt? Nein, wirklich wahr. Also echt Schande auf mein Haupt. Spießbraten, Maispolade, ja. Da gibt auch ein Drehspießvideo von mir. Baumkuchen gemacht, Chicken Wings, hast du nicht gesehen. Also wirklich auch geil, sexy und attraktiv. Aber Gyros, das ist eine Premiere. Weißt du, das ist so einfach. Ja, das ist so lecker. Und die Gäste lieben es einfach, wenn du ein Ding auf den Spieß drehst und du immer schön die frische Kruste runterschneidest. Ja. Das ist einfach herrlich. Ja. So, ich hoffe, das kann ich nachher zu dir auch sagen, dass es lecker war und ehrlich ist und ich Spaß daran habe zu essen. Das geht natürlich auch, wenn ihr wollt, mit ausgelösten Hühnerkeulen zum Beispiel. Oder man kann auch mal ein Lamm oder Rindfleisch nehmen sogar oder das Ganze mischen. Also tutti frutti quasi. Ne? So Rezepte sind dann in den Stein gemeißelt. Zum Glück. Sonst hätten wir zwar keinen Job mehr. Genau. Also mein Motto ist ja immer beim Grillen, learning by burning. Ja, ne? Feuer machen, Erfahrungen sammeln und so weiter. Und einfach was trauen. Nur einfach so. Drauf losgehen. Nur so. Guck mal, ich habe hier meine 50% Arbeit noch in der Hand. Good job, Benny. Das war jetzt 100%. Danke. Also wir können sagen, Benny hat 100% gegeben. Jetzt brauchen wir deine Hilfe. Er braucht meine Hilfe. Er kann doch wieder nichts alleine. Was darf ich machen? Du darfst ihn hochhalten. Und jetzt kommt die Folie rum zu. Einfach eine Frischhaltefolie. Schön eng. Drum zuwickeln. Und wenn man das wirklich über Nacht einfach mal macht, ne, den bringst du ja so in Form. Genau. Und die Marinade kann da geil einziehen. Das stelle ich mir sehr romantisch vor. Ist halt auch eine schöne saubere Sache so, ne? Ja, absolut. Schön hier die Enden zumachen. Ich habe eine Frage. Erzähl. Wann grillen wir das? Wir grillen gleich. Weil ich werde hier nicht übernachten, sondern nochmal einen Shortcut, uns gleich auf den Grill und das wird auch richtig lecker. Perfekt. Aber für euch zu Hause als Tipp, lasst es ruhig über Nacht einwirken, das wird nur noch besser. Marco, wir lassen jetzt den
Nacken einfach chillen, ein bisschen marinieren, wunderbar. Was gibt's dabei? Also als Beilage Coleslaw, den machen wir jetzt selber. Ja. Und ist auch ganz einfach. Es ist wirklich einfach. Rezept für ein Quick and Easy Coleslaw. Das Ding ist, normalerweise ist das immer ein riesen Kohlkopf, ein Weißkohl. Ne? Den brauchst du nie ganz auf. Wer braucht 2 Kilo Coleslaw? Ja. Kein Mensch. Darum mache ich gerne einen Spitzkohl dafür. Verwende ich Spitzkohl dafür. Kann man einfach wunderbar benutzen. Schöner zu portionieren ist. Ja. Den schneiden wir klein. Da ist eine Zwiebel, bitte klein hacken, die Möhre schälen, in feine Streifen schneiden. Und das Ganze kommt in eine Schüssel mit ein bisschen Barbecue abgewürzt und ein bisschen Chipotle-Pulver, halt rauchiger Jalapeno-Chili. Mhm. Und dann kommt einfach ein Sylter Dressing drauf. Ein Sylter Dressing? Ja. Das ist ja wirklich quick and easy. Super einfach, super lecker und jeder liebt es. Marco, ich würde sagen, wir machen aber alles. Ich meine, wir haben hier hungrige Mitarbeiter, die freuen sich auch immer, was zu probieren, zu essen. Ja klar, wir haben auch 3 Kilo Fleisch, von daher. Und da haben wir natürlich alles für einen guten Zweck für die Kollegin. Marco, die Zwiebel fein würfeln hier, war richtig? Ja, die Zwiebel bitte fein würfeln, richtig schön fein und dann einfach hier mit rein zu den Spitzkohl und Möhren. Gucken, ob der Marco mit meinen Zwiebelwürfeln zufrieden sein wird. Ah, ich glaube, er ist zufrieden. Marco, wie geht's dir sonst? Boah, was willst du hören? Wir stehen nicht am Grill. Das Leben ist gut, willst du mehr? Das Leben ist schon gut, ne? Ja, das ist so. Jetzt hier ein Barbecue ab. Darf gerne ein bisschen pikant sein. Was haben wir für einen Rub? Erzählst du unseren Zuschauern? We Will Rub You. We Will Rub You, auch geiler Name. Hat ein bisschen Chili. Ja. Paprika ist ein bisschen smoky. Und passt auch wunderbar zu Ribs, Pulled Pork oder Nackensteak oder Hähnchenbrust oder alles Mögliche eigentlich. Nein, da gibt es ja sowieso nie falsch und richtig. Es gibt einen Weg dahin und schmeckt nicht. Und das ist ja wirklich Geschmackssache am Ende des Tages. Man hat ja nicht nur einen Geschmack das als Mensch. Ja, wir müssen was probieren und was sich weiterentwickeln. Guck mal, hier habe ich jetzt Chipotle Chili. Kennst du den? Nee. Chipotle ist ein Jalapeno Chili. Der wird mit Mesquite-Holz geräuchert und dann getrocknet. Super aromatisch. Und das mag ich eigentlich fast allen. Pass auf, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, was ich sage. Das riecht so ein bisschen wie Pfeifentabak. Das will ich sehen, wie du das rauchst. Nein, auf gar keinen Fall. Aber so ganz leicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das Dressing. Das haust du jetzt einfach mit rein. Kippen wir schön rüber. Ja. Mischen alles nochmal durch. Boah, darf ich das matschen? Aber gerne. Ich würde aber vielleicht Handschuhe anziehen. Ja. Da würde ich auch tatsächlich auch selber freiwillig Handschuhe nicht anziehen. Nicht nur wegen Sauerei, sondern auch wegen den Chilis. Weil du weißt ja, das Zeug ist nicht wasserlöslich, das ist dann hinten und später kommt es super, dann kannst du die Augen. Das Schöne ist, wenn ich das jetzt knete und die Zellstoffe von dem Kohl aufbreche, wird das halt richtig schön weich nachher und nicht so fest quasi. Muss ich aber gerade nochmal einen Denker-Schluck nehmen. Marco, mit dir immer wieder. Das war jetzt 5 Minuten zu zweit quasi, ne? Also 10 Minuten alleine. Und hast einen Eimer Coleslaw fertig. Ganz einfach gemacht. Das ist das und du weißt, was du hast, ne? Und ich sag mal, den essen wir jetzt nicht in den nächsten 10 Minuten. Da kann jetzt noch 2 Stunden irgendwie trotzdem durchziehen. Genau. Und nochmal in dem Dressing und in der Marinade einfach so ein bisschen chillen, dass der halt noch was durchziehen kann. Kleiner Tipp von mir, bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Dann haben die Gewürze und die Marinaden eine höhere Chance, einfach schöner einzuziehen. Salz oder sowas, das erledigt der Rub komplett, ja? Am Rub ist Salz dran. Ja. Das ist eine runde Sache später. Okay. Gar kein Thema. Okay, lass mal stehen. See you later. Step 2. So, Marco, weiter geht's. Fleisch ist mariniert. Der schnelle Coleslaw ist am Ziehen. Ich sehe Kartoffelchen. Kartoffeln machen wir. Jawohl. Zwei Kartoffelecken. Ja. Mit Bacon. Ja, Bacon immer gut. Bacon und Bacon. Bacon und Bacon. Bacon im Quadrat quasi. Also, Kartoffeln. Könnt ihr auch gerne vorkochen, dann gehen die ein bisschen schneller. Habe ich jetzt nicht gemacht. Einfach mal im Viertel hier. Jetzt habe ich hier unser Pommespuder von Rockin' Rubs. Damit kann man nicht nur Pommes machen, sondern auch halt Kartoffelecken, Bratkartoffeln. Das schmeckt auch in der Folienkartoffel oder auf dem Spiegelei. Könnte ich halt auch so einen schönen Quark reinmachen für so eine Folienkartoffel so als Dip? Für Dips ist das mega. Ansonsten das Bacon-Pommespuder, das normale. Wenn du Bock hast, haust du einfach in irgendeinen Barbecue-Rub, einen Löffel davon rein, hast du einen Bacon-Rub draus gemacht. Ja. Also das ist mega flexibel, das Zeug. Ja. Und riech mal, nimm meine Nase. Ich hab schon die Nase stehen. Ist wie Crack, das Zeug, mach ich süchtig. So, pass auf. Hiervon. Bei mir musst du heute Abend Taschenkontrolle machen, nicht, dass die Würze bei mir noch gelandet sind. Einfach weil wir verkaufen drüber. Sie hier ja auch immer. Haben ist ja besser als brauchen. Öl? Ne? Da ist es egal, welches. Also ich nehme ja mal Sonnenblumenrapsöl. Ja, Sonnenblumenraps, irgendwas, was halt hier
was du da hast. Ja. Ich sag mal, diese Geschichte mit dem Olivenöl, dass es halt sofort verbrennt und giftig und tödlich wird, ist auch so ein Ding. Es wird klar, irgendwann ab einem Brennpunkt, 180 Grad, kann es bitter werden. Ne? Ja, also auch ich brate bei 250, 300 Grad manchmal meine Pimentos zum Beispiel mit Olivenöl an. Das hat sich ja jetzt immer, noch keiner beschwert. Das ist immer eine Frage der Hitze und der Dosis. Ne? Ja. Klar, gerade wenn dann Fleisch triefend mit Oliven mariniert ist und so weiter und dann runter drauf. Da sind wir ja sowieso raus. Ne? Aber das Ding ist ja auch so eine Kartoffel, die ist ja nun zu 90% Wasser. Ne? Ja. Und Wasser wird ungern über 100 Grad heiß. Von daher ist das so schlimm auch nicht. Bacon? Bacon. Das ist jetzt richtig schöner Bacon, schöne lange Scheiben. Darum halbieren wir die mal. Halbieren. Also frisst die Hälfte. Aber du machst halt sehr gut, muss ich sagen. Also mir gefällt heute mein Job. Zeig dir das mal. Nein, mach es doch zu Ende, Marc. Soll ich jetzt arbeiten anfangen oder was? So, Kartoffeln mit Pommespuder, Bacon und Bacon. Das traust du mir zu? Ja, komm, an die Arbeit. Ich helfe dir auch. Ich weiß ja nicht. Wenn ich jetzt mit euch lange laber und der einfach parallel weiterarbeitet, ist der ja irgendwann fertig. Ich helfe dir jetzt. Ja. Also, die könnt ihr natürlich später einfach auf den Rost legen und so grillen oder auch auf den Spieß stecken oder sowas. Heute machen wir einfach so eine kleine Gusspfanne mit Kartoffeln voll. Das kommt auch immer gut. Da muss auch kein weiteres Öl rein, weil der Bacon ja noch Öl rauslässt. Also, das wird richtig lecker. Und wenn ihr das toppen wollt, könnt ihr später immer noch das Ganze mit ein bisschen Käse extra überbacken. So, Beilage ist fertig. Perfekt. Das heißt, wir hauen den Spieß in den Grill. Genau. Die Kartoffelchen tun wir da einfach mit garen. Die legen wir dann nach einer halben Stunde legen wir dazu. Unten. Genau. Man kann das alles lustig vor sich hingaren, brutzeln, grillen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in den Grill. Ja. Richtig? An die Arbeit. Richtig, komm. Perfekt. So, Marco, S418, du kennst ihn. Drehspieß. Okay. Zeug ist drauf, bis jetzt ist noch nichts passiert. Wir wollen dann die Zuschauer mitnehmen. Was machen Sachen? Also, pass auf, der Spieß kommt aus dem Kühlschrank. Das Ganze hat schön so ein bisschen Form angenommen. Wichtig ist natürlich, die Folie abzuschneiden, sonst habt ihr später einen Schrumpfschlauch drum. Natürlich ein wichtiger Hinweis und Tipp von Marco, ohne Folie grillen. So Marco, du wolltest eine Räucherbox von mir haben. Hier ist eine Räucherbox. Ich habe auch noch Hickory-Holz mitgebracht. Genau, wunderbar. Wir machen ja jetzt American Barbecue Gyros. Ja. Da muss natürlich Rauch ran. So, und Rauch ist für mich wie ein Gewürz, wie eine Zutat. Also übertreibt es nicht damit, weil ihr wollt ja das Fleisch schmecken, das Gewürz, die Röstaromen und den Rauch. Also alles später eine schöne runde Sache ergeben. Und da empfehle ich immer, nutzt wenig Rauch. Und das dafür lieber öfter mal wenig Rauch als einmal zu viel. Wir haben jetzt hier im Gasgrill diese Smokerbox. Und da schmeißen wir einfach eine kleine Handvoll dieser Hickory-Chips rein. Hickory hat einen schönen, deftigen Rauch, der wunderbar halt zum Schwein passt. Ne? So, und das Ganze auch trocken, Benni. Das Ganze trocken, weil wir wollen keinen Wasserdampf haben. Genau. Auch wenn man immer wieder liest, man soll Chips vorher einweichen, das bringt eigentlich nichts, weil wenn sie nass sind, erzeugen sie Wasserdampf. Ja. Dann sind sie feucht und brennen nicht sauber, sondern erzeugen halt diesen stinkenden Rauch, den ich gar nicht haben will, diesen Qualm. Und dann irgendwann, wenn sie trocken sind, dann brennen sie sauber, wie wenn ich jetzt auch reinlege. Darum, lieber eine kleine Handvoll trocken reinlegen, schön sauber verbrennen lassen. Und drei, viermal genau, und dann lieber öfter, je nach Bedarf, öfter mal eine kleine Menge. Perfekt. Du hast darum gebeten, wir wollen erst mit dem äußeren Brennerthema Zirkulation, indirekter Bereich, anfangen zu garen. Erstmal ohne Heckbrenner, ohne den Backburner, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir ihn anmachen. Aus welchem Grund, Marco? Also der Backburner ist natürlich genial für alles, was am Spieß sich dreht. Ja. Aber ich habe hier jetzt 3 Kilo Fleisch drauf. So, wenn ich jetzt den Backburner anmache, dann habe ich außen das quasi schon fast verbrannt, bevor innen überhaupt 1 Zentimeter gegart ist. Darum erstmal links, rechts an, darf ruhig Richtung 200 Grad gehen das unbedingt, Ganze. Ja. Und ich bringe einfach Energie ins Fleisch rein. Es gart schon, es wird halt innen warm. Und später, wenn wir meinen, wir können loslegen, schalten wir den Backburner an und können dann quasi im Minutentakt die Kruste frisch runterschneiden. Ich würde sagen, eine halbe Stunde schauen wir mal und dann guter Plan. Weiter. Bis nachher. Gyros dreht vor sich hin, genau. Lustig und freundlich. Ich würde sagen, was machen wir jetzt als Zwischensnack? Das dauert ja einen Moment. Darum brauchen wir was zur Stärkung. Jawohl, ja. Es gibt ein leckeres argentinisches Wurstbrot. Ein argentinisches Wurstbrot. Genau. Okay. Ich habe hier eine Chorizo-Bratwurst. Ja. Nach argentinischem Rezept. Sehr geil. Die wird mal etwas unkonventionell gegrillt. Und zwar holen wir die aus dem Darm raus. Ja. Und mischen das Brot. Ich habe hier Brötchen, die werden halbiert. Mhm. Dann holen wir ein bisschen vom Teig raus. Stopfen da diesen schönen Mozzarella rein. Das ist für die Latte. Sehr fein. Der richtig schön Fäden zieht nachher. Und darauf kommt dann das Brot. Das Ganze brutzeln wir dann auf der Plancha ordentlich an für Röstaromen, lassen die Hitze langsam durchziehen, buttern das Brötchen noch ein bisschen ein und das wird dann mega lecker nachher. Ein Diät-Häppchen kann man sagen. Genau. Und das Ganze wird am Ende dann beträufelt mit Chimichurri-Soße.
Sehr geil. Chimichurri ist ja quasi die Salsa Südamerikas. Ja, ja. Gibt 1000 Rezepte, je nach Region, Haushalt und so weiter. Ich nehme einfach von dem Don Quai von mir Argentina 2 Esslöffel, habe eine Schüssel damit. Und dann gebe ich darauf denselben Teil Rotweinessig. Denselben Teil? Mhm. Okay. Und dann ein gutes Olivenöl und zwar die dreifache Menge. Das ist jetzt die Grundmischung. Das kann man natürlich, wenn man Lust hat, nach Bedarf noch pimpen. Was du frisch vor Ort hast, kannst du noch ein bisschen Knoblauch reinhauen. Ein bisschen Kühlschrank oder Chili. Aufräumen irgendwie, ne? Also, eine Limette oder Zitrone reinpressen, alles Mögliche kannst du super machen. Ein Schuss Rotwein kommt super im Chimichurri und. Ich habe mir jetzt mal gedacht, so, ich packe mal hier die Wurst aus. Genau, pack die Wurst mal da rein und einfach rauspressen und die Masse durchmischen. Also so einfach geht's. Abziehen, fertig. Diese hier ist nicht so rauchig, paprikalastig, sondern einfach mega würzig und rund. Mhm. Wenn man gute Zutaten nimmt und eine gute leckere Bratwurst baut, das ist einfach fantastisch. So, jetzt schneide ich hier so ein bisschen das Innere des Brötchens raus. Das Chorizo ist sehr, sehr fettig grundsätzlich. Ne? Also beim direkten Grillen, das ist echt brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also eher indirekt grillen. Ja, oder indirekt angrillen, das Fett rausbraten quasi. Ja. Und dann direkt weiter grillen. Perfekt. Brät habe ich draußen. Ja, ordentlich durchkneten. Ordentlich durchkneten. Ist aber auch heute echt zum Matschen schön, ne? So, jetzt habe ich hier den Mozzarella. Das ist ein schöner Fior di Latte aus Italien, der wunderbar nachher auch Fäden zieht. Und den drücke ich hier ins Brötchen rein. Und dann darfst du gleich überall richtig schön das Brät draufdrücken. Richtig schön fest reindrücken, dass du auch das Ganze hält nachher. Jetzt brauchen wir noch Zwiebel in Scheiben. Das könnt ihr auch am Vortag machen, könnt ihr vorbereiten, in den Kühlschrank packen. Alles easy. Wir hauen direkt auf den Grill. Auf jeden Fall. So, der Grill ist schon heiß. Sachen sind vorbereitet. Einsatzpfanne ist drin. Wir haben uns für eine Gusseinsatzpfanne entschieden. Kann man auch mit einer Edelstahl-Einsatzpfanne machen. Kann man auch mit einer Gusspfanne machen oder ähnliches. Plancher. Aber wenn es ja schon mal da ist und eh passt, dann benutzen wir es auch. Genau. Your turn. Auf geht's. Deckel auf. Ich habe hier etwas Butter geschmolzen. Ich werde mal ganz leicht das hier einfetten damit. Das ist gut. Keine Panik, wisst ihr, alle die Kalorien sterben bei der großen Hitze. Und jetzt? Einfach drauf? Einfach drauf. Okay. Hörst du, wie das brutzelt? Ich höre, wie das brutzelt. So, jetzt werden die Brötchen noch von oben. Nochmal Butter? Butter eingepinselt. Jawohl, Marco. Dann werden die mega fluffig und? Knusprig. Knusprig. Knusprig und fluffig. Deckel zu und in 5 Minuten schauen wir mal. Perfekt, geiler Plan. Marco, bei welcher Temperatur machen wir das mittlere Hitze, 200 Grad? Also ich hatte die Plancha ja aufgeheizt, du hörst, das zischelt vor sich hin. Muss, ja, ja. Das wird so Richtung 200 Grad haben, denke ich mal. Ja, ja. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt die Brenner volle Pulle anlasse, dann brennt mir das Ganze an. Ja. Das wollen wir nicht. Darum lasse ich mal den Brenner, da wo keine Plancha ist, lasse ich voll an für die Umluft. Und die anderen beiden kommen auf kleine Flamme. Alles wurzelt schön vor sich hin. Wir haben natürlich auch die Energie in der Gusspfanne, in der Gusseinsatzpfanne einfach drinnen, dass wir die Energie jetzt halten können durch die unteren Brenner. Ne? Genau. Perfekt, wunderbar. Dann bis gleich. Ja. So, Marco, lass uns mal reingucken. Wir können ein paar Holzchips, glaube ich, nachwerfen, oder? Was meinst du? Also der Rauch hat sich jetzt quasi erledigt. Guck dir das an. Ich nehme mal hier den Deckel ab. Da seht ihr, was übergeblieben ist. Jetzt kommt einfach noch mal eine Handvoll da rein. Sieht schon gut aus, aber ihr ahnt es, im Kern ist natürlich noch ziemlich... Der ist noch hoch, der Sushi, braucht ne? noch. Hier unser zweiter Grill. Da ist jetzt unser Chorizo-Käsebrötchen drauf. Fluffig und knusprig. Wir erinnern uns an die Worte von Marco. Die brauchen aber noch was. Ja, ich meine, du siehst, der Käse schmilzt schon ein bisschen raus. So ganz falsch können wir nicht liegen. Aber wichtig ist, das braucht ein bisschen Zeit. Ich meine, wir sind ja wirklich bei kleiner Temperatur unterwegs, ne? Ja. Guck, die Brötchen werden schon kross. Das passt. Wunderbar. Perfekt. Also 5 Minuten. Nochmal 5 Minuten schmarrn. Sehr, sehr geil. So. Oh, wieder auch. Hallo. Genau der Rauch, den wir wollen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ein heller Rauch. Heller Rauch auch ganz wichtig. Kein dunkler, dicker Rauch, sondern ein heller Rauch. Die Kartoffeln, die dürfen gerne ein bisschen Rauch abbekommen. Wir haben ja Kartoffeln mit doppelt Bacon. Und Bacon und Rauch passt immer. Die schiebe ich einfach mal hier. Lieber indirekt erstmal oder direkt auf die Flamme. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Also generell indirekt. Ja. Ne, die brauchen wir auch jetzt halt. Warum nicht einfach unter das Fleisch schieben? Und das Fleisch schieben. Und schön was reintropfen lassen. Das ist das. Fett, die Marinade, die Gewürze da auch noch mal so ein bisschen mit reinkommen. Die Idee gefällt mir sehr, sehr gut, würde ich sagen. Wieder Deckel zu. Sowas ist immer cool. Wenn ihr mal einen Braten auf dem Grill habt, stellt ruhig unten drunter Kartoffeln, Gemüse, Sauerkraut. Nicht einen Spießbraten machen, unten dann Öllig rein, dass das Fett in die Zwiebeln reintropft, das Ganze miteinander harmoniert. Die sprechen ja auch miteinander. Ja, klar. Dass das halt alles lecker wird. Das halt hier so eine
so eine Form hier super für, ja, oder eine Gusspfanne oder sowas. Marco, ich habe ein Hühnerchen. Was machen denn jetzt hier die Baguettes? Jetzt am besten so einen schönen Spatel nehmen. Ja. Und drunter cutten. Perfekt. Und einmal umstürzen hier. Boah, genau so machen wir das. Das sieht bis hier alles gut aus, aber ich esse immer noch nichts. Ist doch gerade ein bisschen arg heiß, das muss ich ein bisschen abkühlen. Stimmt schon. Pass auf, jetzt habe ich hier das Chimichurri, unser Don't Cry for Me Argentina mit Öl und Essig. Da gibt es überall ein bisschen was rüber jetzt. Kleiner Tipp, wer mag, kann auch gerne Zwiebel vorher ins Brät drücken und mitbraten. Dann habt ihr quasi mit gerösteten Zwiebeln noch mehr Aroma. Ich mag auch gerne den Kick von den frischen, von daher macht, wie ihr wollt. Das ist das, was ich immer sage, es gibt kein falsch, kein richtig, gibt schmeckt, schmeckt nicht. Und es gibt auch tagesformabhängig. Ich kann auch sagen, die Zwiebeln sind so fein geschnitten, dann schmeckt das auch richtig fein. Ist ja nicht schön, in so eine Zwiebel reinzubeißen, ne? Deswegen, genau. Aber je feiner man etwas schneidet, desto feiner schmeckt es dann auch. Dann passt das auch zu diesem ganzen Konstrukt irgendwie. Benni, guten Appetit. Cheers. Und was sagst du? Schon geil. Das kann man ja nicht nur mit der groben Chorizo machen, sondern... Genau. Also wenn ihr die Wurst jetzt nicht bekommt, zur Not geht auch, ich sag mal, eine Salsiccia-Bratwurst zum Beispiel. Oder halt eine andere grobe Bratwurst. Und wenn ihr das auch nicht bekommt, nehmt einfach ein bisschen frisches Mett. Würzt das ein bisschen mit dem Barbecue-Rub zum Beispiel, das geht auch. Marco, Zwischensnack, einwandfrei, geile Nummer. Geht einfach, durch, schnell, vielfältig, auch von den Möglichkeiten her. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, wir konnten den Zuschauern einfach so ein bisschen Basiswissen an die Hand geben, wie einfach es gehen kann. Wenn man das jetzt noch ein bisschen verfeinert oder mit Mett macht oder mit einer anderen groben Bratwurst, ein bisschen Chili rein, getrocknete Tomaten, feel free. Wie gesagt, einfach mal trauen. Es gibt so viele Grillrezepte und Stile und Zutaten weltweit und das entwickelt sich alles ja weiter. Es brodelt und, ne, und wenn man nichts probiert, dann bleibt man stehen. Also schön gesprochen, schön gesprochen. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Gyros, herrlich. Das ist aber auch schon frech, ne? Die Kartoffelchen tun keinem weh und das Fett tropft da entspannt rein. Genau, die Räucherbox brauchen wir jetzt nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Was halten wir denn jetzt gleich mal vom Heckbrenner? Also, ich habe jetzt da ordentlich Energie reingebracht. Das hat bestimmt so 40, 50 Grad Kerntemperatur. Ja. Und ich würde sagen, jetzt schalten wir die beiden Brenner ein bisschen runter. Ja. Und starten den Heckbrenner. Sehr, sehr gut. Machen wir sehr gerne. Aber hier warten wir jetzt auch noch mal locker 20 Minuten. Irgendwie bis die Oberfläche schon mal so ein bisschen mehr angeknuspert ist. Die Kartoffeln ziehe ich jetzt ein bisschen nach hinten. Ja. Ansonsten kriege ich jetzt Feuer. Aber wenn du mal hinschaust, wie geil sehen die denn aus? Ja, ganz entspannt, ne? Einmal vorbereitet, keine Probleme. Ja. Perfekt. Deckel zu. Bis gleich. So, Benni. Ich denke, freue mich. Das kann ich sehen lassen. Überragend. Jetzt können wir die erste Schicht runterschneiden. Da freue ich mich sehr drauf. Die Schale drunter. Auffangschale drunter. Scharfes Messer. Euroweit. Eine Zange. Und dann wollen wir mal das Ganze außen so ein bisschen in Form schneiden. Das sieht ja erst richtig geil am Ende des Tages aus, wenn es einmal in Form gebracht ist. Genau, wenn es richtig schön rund geworden ist. Die erste Schicht ist ein bisschen unregelmäßig, aber halt wunderbar zum Wegsnacken. Das ist ein wahres Wort zum Wegsnacken. Weißt du, warum es auf der Roti immer besser schmeckt als sonst? Erzähl's mir. Also pass auf, indirekt gegrillt ist ja schon geil. Ne? Aber trotzdem tropft halt Fett, Fleisch und so weiter alles runter. Beim Drehspieß ist es so, der ganze Saft wird mitgenommen, tanzt immer drum zu, es tropft viel weniger ab. Mhm. Und das Fett, das sorgt quasi dazu, dass außen das Ganze das frittiert wird. Wird knusprig, saftig und so weiter. Und das Wasser oder der Fleischsaft, sag ich mal, der Fleischsaft, der sonst runtertropft, bleibt auch dran. Das Wasser verdampft aber dabei und der Geschmack, also alles, was nicht verdampft, wird immer dicker. Wie wenn du eine Soße oder Suppe einkochst. Der Geschmack konzentriert sich einfach und darum ist auch ein Drehspieß immer geiler als normal gegrillt. Das ist so. Schaut euch auch hierzu nochmal das Drehspießvideo von mir an. Der Friseur würde sagen, Spitzen schneiden. Backburner ist voll an. Ja. Und das dauert jetzt 5 Minuten, bis wir dann die nächste Schicht schön runtersäbeln können und dann wird serviert. Und dann kriegst du ja immer noch mehr in Form, ne? Genau. Irgendwie in Shape. Das ist schon gut. Jetzt überleg mal, das wäre über Nacht nochmal eingezogen. Ja, kaum auszuhalten. Und noch weicher geworden alles. Ja. Also, so schon geil, aber. Ja. Nice. Marco, ich bekomme allmählich Appetitchen. Wie sieht das aus? Zweite Charge? Lass mal schauen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht nach Kruste aus. Du hältst wieder schön dagegen, ne? Handschuhe an. Handschuhe an. Nimmst Fleisch mit. Genau. Ich bringe die Kartoffeln mit. Jetzt geht's ans Anrichten, Marco. Und da machen wir quasi so Gyros-Burger draus, hast du dir überlegt? Gyros-Barbecue-Burger. Gyros-Barbecue-Burger. Also hier ein schönes Brioche-Bann. Ja. Das schneiden wir eben durch. Sehr gut. Da drauf kannst du mir dann eine schöne Portion von unserem Krautsalat geben. Ja. Da
Ich wusste, ich bin aber für was gut hier. So. Dann haben wir so eine kleine ein Bällchen quasi. Ja. Drauf platziert. Naschen an die Seite, das ist auch gut. Kann man da auch noch gerne ein bisschen Krautsalat dazugeben. Eine leckere Barbecue-Soße. Und zwar ist das die Santos Portwein Barbecue-Soße. Ja. Ich habe vorhin schon mal probiert, die ist mega. Und zum Abrunden habe ich hier noch eine schöne rote Zwiebelmarmelade. Ja, die von Stoke, die ist auch einfach eine Unverschämtheit. Das ist frech. Schnell noch ein bisschen Schnittlauch. Um die Kartoffeln haben wir uns ja wirklich genau gar nicht gekümmert, großartig. Ne? Die haben wir einfach in den Gussfännchen. Genau, das ist das schöne Gusseisen, das speichert jetzt schon harmonisch, gibt es schön wieder. Ja. Das schmort perfekt vor sich hin. Deckel drauf. Ja. Und das ist jetzt American Style Gyros. Das ist mal was ganz anderes. Ja, ist super zart, hat Röstaromen, den Barbecue-Geschmack durch den Rub, durch den Rauch, durch das Fleisch, durch die Soße, alles. American Barbecue. Jetzt ist die Sache komplett rund. So, mit dem Fähnchen gut und schön, Marco. Das interessiert mich alles gar nicht. Ja, klar. Wir müssen hier einmal echte Gefühle. Mein, das darf man auch wirklich auch so den Jungs anbieten und Mädels zu Hause nachmachen. Ist gewünscht. Alter. Marco. Ich bin schon vergeben, bevor du fragst. Marco. Frikadellchenbrötchen hatte ich gehabt mit der Chorizo-Wurst. Mhm. Wir hatten ein bisschen Gyros gehabt, ein Gyros-Burger, American-Style. Du hast hier noch was aufgebahrt. Klär uns auf. Als letztes haben wir hier Chicken Drumsticks. Die werden mal eben mit unserem Guns N' Roses gerubbt. Guns N' Roses ist eine leckere Currymischung mit Rosenblättern. Sehr geil fürs schön. Geflügel. Auf Weihnachtsgans die Bombe. Das machen wir auf dem Grill, auf dem Warmhalterost und unten drunter in dieser schönen Gusspfanne hier. Ja. Da machen wir einen jamaikanischen Reis. Einen jamaikanischen Reis? Genau, den machen wir mit Ingwer, halt Reis, Erbsen, Kokosmilch, Koriander, ein bisschen Zimt. Ja. Eigentlich ganz einfach gemacht. Dauert so eine halbe Stunde und super lecker zu ganz vielen Gerichten. Die Keulen brauchen ein bisschen länger, die brauchen einen kleinen Vorsprung. Ja. Und darum marinieren wir die als erstes. Yes. Zum Marinieren, man kann es in der Schüssel machen natürlich, aber cool ist einfach so ein Zipbeutel. Zipbeutel. Machst du den mal auf oder hältst du mal fest. Hinein das Huhn. Komm. Jetzt einfach einen Tropfen Öl drauf. Und unser Guns N' Roses Gewürz. Und schön durchmischen. Du kannst einfach jetzt am besten ein bisschen Luft drin lassen, dass es sich bewegen kann. Und dann kannst du richtig schön, genau. Am besten halt auch ein paar Stunden marinieren. Wir stellen uns halt einfach vor, dass wir das 3 Stunden vorher gemacht haben. Okay, der Grill ist bereit, Benni. Perfekt, wunderbar. Direkt, indirekt. Ich habe hier die Brenner aus, hier voll an. Das heißt, der da Bereich haben wir ist indirekt komplett indirekt, genau richtig. Sehr gut. Die Hühner wollen wir auf den oberen Rost legen. Da habe ich noch mehr indirekte Hitze, also im Gasgrill. Auch indirekt, natürlich habe ich oben immer ein bisschen mehr Hitze als unten. Das Schöne beim Santos-Grill ist, ich kann einfach den Warmhalterost. Wenn wir mehr Platz brauchen, dann haben wir einfach mehr Platz. Das ist ja kein Problem. So, von jetzt 14 auf 24 cm übrigens. Okay. Ich habe Datenblatt gelesen. Guck. Und hoppla, ab auf den Grill. Oh, wie liebevoll du das machst. Fleisch am Knochen dauert immer länger, weil Knochen der schlechteste Wärmeleiter überhaupt ist. Die brauchen ja mal locker jetzt eine gute 3/4 Stunde. So eine Keule ist auch ein Muskel, der arbeitet. Der hat da viel Bindegewebe. Voll, ne? Ist keine Brust, sondern muss man ein bisschen höher garen, damit es halt weich und zart wird. Ja. Und dann auch richtig lecker. Darum, die brauchen so Mitte 80 Grad Kerntemperatur. Und kriegen jetzt einen kleinen Vorsprung. Indirekt, so Richtung 200 Grad, werden wir den Rest vorbereiten. Perfekt. Marco, ich habe ein Messer in der Hand. Gib mir was zu tun. Komm. Also, pass auf. Der Reis. Das Schöne dabei ist, der Reis wird auch angeröstet. Nicht einfach gekocht, sondern wird nachher im Ingwer, Knoblauch, Butter angeröstet. Okay, das cool. Kickt das Aroma noch mal richtig nach vorne. Ja. Für diese Pfanne brauchen wir ca. 12.000 Körner. Wenn du die gerade mal abzählen könntest. Fertig. Hier ist gar nicht viel zu tun. Das Huhn ist auf dem Grill. Benni, wir tun mal eben den Ingwer, die Hälfte davon mal eben schälen und mit der Reibe klein machen könntest. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich kümmere mich um den Knoblauch. Mit dem Koriander, Ingwer, so ein bisschen die asiatische Linie. So ein bisschen Karibik trifft Asien. Und ich bastel einfach super gerne aus verschiedenen Einflüssen, was das Beste aus allen zusammen quasi, um es noch leckerer zu machen. Das macht mir Spaß.
So, ich habe fertig, Chef. Ja, ich auch. So, dann geben wir einen Tropfen Öl drauf, dann oxidiert es nicht so schnell. Den Koriander hacken wir nachher. Können wir schon mal parat legen. Marco, so. Koriander gehackt. Ab geht's nach draußen an den Grill. Das hört sich immer so an, als würde es gleich was zu essen geben. So, Marco, das Gussfännchen. Ab auf die Hitze. In den Grill. Direkt? Direkte Hitze. Ja. Direkte Hitze, perfekt. So, dass man rankommt am besten. Ja, sehr ein gut. Bisschen so. Kurz aufheizen. Ja. So, schau, wir haben alles vorbereitet. Kennst du ja, mise en place, ne? Alles fertig. Ganz, ganz wichtig. Können so losbrutzeln. Also, Pfanne kurz aufheizen. Wenn ihr in der Küche, mitten im Geschäft, mitten im Service anfängst zu laufen, weil du irgendwas vergessen hast, das ist immer blöd. Ängste, wenn einmal in der Scheiße, Ängste in der Scheiße, ist so. Aber wir sind ja gut, deswegen sind wir vorbereitet. Auf jeden Fall. Ne? Könnt ihr gerne mal abstimmen, wie er dann demnächst die Rezepte mitbringen soll, Marco oder ich. Dann bist du meine Pit-Bitch. Bitte? Ey, du hast nicht meine Reis gezählt. Ja. Hört, hört. Okay. Also, ich brauche noch einen kleinen Schluck Butter zum Anbraten. Ach so, ich habe gedacht, so zum... Hatte ich ja vorhin schon mal geschmolzen hier. Da rein kommt jetzt der Knoblauch. Mein zu heißer, das Spielchen ja auch nicht sein beim Knoblauch und beim Ingwer, das verbrennt ja und wird nachher genau. Bitter. Und da haben wir ja für den Reis auch nichts gewonnen. Reis nimmt ja extrem viel an Geschmack auch noch mal auf. Ja, durch die Oberfläche ne? Allein. Ne? Von und daher... Es ist ein schmaler Grat zwischen Röstaromen und Restaromen. Ne? Ja, ja, ja. Was kannst du gar nicht mehr grillen momentan? Was hast du so, wo du denkst, so, boah, da bist du einfach drüber mittlerweile? Ich habe ein Gericht tatsächlich. Erzähl. Pulled Pork. Ich bin mit Pulled Pork bin ich durch. Ja, was heißt durch? Ich mache es immer noch zwischendurch, weil so Veranstaltungen und sowas ja. Ist halt immer ein Highlight. Ich serviere es aber gerne ein bisschen anders. Weißt du, so ein Pulled Pork Burger zum Beispiel, das kennt ja jeder. Yeah, das ist so ausgelutscht. Kriegt ja in jeder Ecke mittlerweile. Genau. Was ich gerne mache, ist, ich mache einen Pulled Pork Sundae. Kennst du das? Nein, nein. Sundae ist ja der Eisbecher in den USA. Ja. Und es hat einen schönen Becher, ein schönes Glas oder sowas. Und dann machst du Barbecue Beans im Grill, schön gesmoked. Kannst auch schön unter das Pulled Pork stellen, dass du Saft da reintropft, ja. Wie ich vorhin schon mal sagte. Und dann pulst du das Schwein. Und dann haust du einfach in diesen Becher immer abwechselnd eine Schicht Barbecue Beans und Pulled Pork, Barbecue Beans, ja. Pulled Pork. Und oben drauf. Das ist ein ganz anderen Charakter dann, ne? Oben drauf machst du halb Coleslaw, ja. Halb Sour Cream ja. Und eine Scheibe Crossen Bacon und ein Barbecue-Topping, wie so ein Eisbecher. Ja, ja. Und dann kannst du halt diesen Pulled Pork Becher auslöffeln. Ja. Das ist mega, das ist ja. Was anderes. Hast du ja. Eins? Wo du sagst, wo damit bin ich erstmal durch. Man kann ja bei mir in einem Jahr wiederkommen irgendwie, ne? Aber ja, ich sag mal, ich habe jetzt bei Grillkursen und Events und sowas, letzte Zeit habe ich immer viel Entenbrust gemacht. Ja. Und ich mache die eigentlich ganz, ganz lecker, und zwar Ananas schälen und die Schale in großen Stücken lassen ja. Und die als Grillplanke nehmen. Ja, ja. Und dann auf der Plancha die Entenbrust anbrutzeln von beiden Seiten ja. Und dann auf diese Ananasplanke legen und darauf weitergaren. Ja, mega. Und dann schön mit Ahornsirup glasieren nochmal. Und dazu mache ich dann Zucchini-Spaghetti ja. Und die brutzle ich schön im Entenfett auf der Plancha. Ja, mega. Ist geiler Scheiß. Ja, ja. Die Leute feiern das ab ohne Ende. Ja. Aber ich habe es so oft gehabt, dass ja, ich kann es ja. Nicht mehr sehen. Ja, ja. So, lass mal wieder zurück in die Pfanne gehen. Ich meine, wir riechen das hier schon. Ne? Der Knoblauch, der Ingwer, die Rösterum. Das ist schon alles hier fast ein fertiges Gericht. Können wir eigentlich den Reis mit dazu geben? Genau, jetzt ist es soweit. So, schön durchwischen und anrösten. Gerne noch einen Schluck Butter dazu. So, mit dem Reis nicht verschätzen. Der quillt ja auf. Der quillt nochmal auf, das sag ich dir. Die Pfanne ist nachher voll. Gusseisen ist halt mein Lieblingsmaterial. Ja. Sei es hier. Mal, ich als Koch ne, mit Gusspfannen, die Pfannen waren ja. In meiner Ausbildung älter als ich. Gusseisen ist schon toll. Ja. Und auch hier die neue Gusseisen-Einsatzplanscher, ja. Die wir vorher benutzt haben. Ja. Mega das Teil. So. Hier müssen wir aufpassen bei der Temperatur, dass der Reis nicht verbrennt. Das kann, ist ein schmaler Grat, dass der schnell kippt irgendwie und dann unten anbrennen kann, beziehungsweise einfach verbrennt. Und das wollen wir natürlich nicht. Genau, dafür geben wir gleich die Flüssigkeit zu. Genau, wir löschen das gleich. Wenn ihr zu Hause Brühe habt, mit der Brühe, wir nehmen jetzt Wasser hier. Genau, also Gemüsebrühe geht ganz gut, habe ich jetzt leider nicht dabei gehabt. Aber da ist nachher genug Flavor drin. Ja, voll. Ich habe ja noch Kokosmilch, die kommt da rein, nachher ein bisschen Limette. Ja. Also Flüssigkeit ist genug da. Oh, da bin ich echt gespannt. Karibisch, jamaikanisch, wenn ihr mögt, haut noch einen Schuss Rum extra rein, das passt auch ganz gut. Ja. Aber ich muss noch fahren. Ja. Von daher, heute nicht. Dein Planungsfehler. Siehst du, wie schön das angerüstet ist? Ja, sieht schon richtig gut aus. Duftet. Das ist richtig, ich stehe hier. Gut. Der Wind kommt in meine Richtung. Pass auf, jetzt kommt unser Rumshine Reggae Rub. Das ist der Jamaican Jerk Rub mit Rum. Ja. Oh, den Rum hast du aber echt geil rausgerochen gerade. Ja, der ist mega. Und dann kommt darauf ein Schuss Wasser.
und Kokosmilch. Also Marco, wenn das jetzt gleich nicht schmeckt, ne? Ja, ich fürchte, das kann nicht schmecken. Jetzt habe ich hier Erbsen. Es sieht so ein bisschen wild aus gerade, muss ich sagen. So ein bisschen. Aber du, Marco hat vollstes Vertrauen. Zimtstangen? Ja, klar, logisch. So, einmal kurz aufkochen und dann legen wir es indirekt unter die Hühner. Ah, dann ziehen wir dann indirekt das Ding. Genau. Okay. So, hier rüber. Indirekter Bereich unter die Flügelchen. Genau. Das Fett von den Geflügeln kann da reintropfen. Das gibt nur noch mehr Geschmack. Okay. Und jetzt lassen wir also schön. Also eine gute halbe Stunde brauchen die sicherlich noch. Denke ich, ja. Ne? Perfekt. Bis gleich. Bis später. Ich glaube, wir sollten da mal reingucken. Schauen wir mal. Also, erstmal alles noch da. Glück gehabt. Guck mal, wie der Reis schön Flüssigkeit aufgenommen hat. Ja. Schön gegart. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sehr, sehr gut aus. Frische ranbringen. Etwas Limette. Einfach hier zwei Limetten reinpressen. Und auch wieder in einer Großmenge grundsätzlich vorzubereiten. Ne? Ja. Also wenn du mal 10, 15 Gäste hast, 20 Gäste hast, das ist ja schnell gemacht, so ein Pott. Das ist ganz easy. Ja? Kannst du mal die Hühnerkeulen einpinseln? Also wir haben ja Ahornsirup als Glasur. Gibt eine schöne Süße, schönen Glanz, einen schönen Schmelz. Das kommt richtig gut. Als Ersatz könnt ihr Honig nehmen oder Barbecue-Soße. Und wichtig ist, die Pfanne stellen wir schön runter, um alles aufzufangen, was runter trifft. Perfekt. Ich bin gespannt. Also auf den Reis freue ich mich am meisten, witzigerweise. Aha. So, wir geben den Ganzen noch mal 5 Minuten. Geil. Und dann können wir servieren. Wunderbar. Marco, ich habe die Handschuhe an, du hast die Zange in der Hand. Auf geht's. Auf geht's. Also, guck dir das an. Der Reis ist schön eingedickt. Genauso, wie ich es haben wollte. Können wir ausschalten jetzt. Und guck dir die Hühner an. Die sehen auch überragend aus und wirklich ganz entspannt gegart. Einfach indirekt legen wir jetzt schön hier in die Pfanne rein. Das ist halt auch wieder eine von den Sachen, die eigentlich kein Mensch macht. Obwohl es so einfach ist. Das ist das halt wieder, ne? Das merkt halt wieder Kinder. Außer der Gräulich. Dann kommt er nach Köln zu Santos. Ja, komm, auf rein damit. Marco, es riecht fantastisch. Es sieht fantastisch aus. Jetzt noch ein bisschen Liebe oben drüber. Etwas perfekt von dir geschnittener Koriander. Wir zählen noch mal auf. Das war ja wirklich keine Raketentechnik. Ingwer, Knoblauch in Butter angeröstet. Genau. Reis dabei. Schön angeröstet. Genau. Wasser aufgefüllt. Kokosmilch rein. Limettensaft. Limettensaft. Rumshine Reggae. Rumshine Reggae rein. Genau. Erbsen. Erbsen rein. Schön richtig. Eindicken lassen. Ja. Flüssigkeit noch ein bisschen ausgleichen. Zimtstangen. Nach Bedarf. Genau, Zimtstangen mitköcheln. Ja. Und schön von oben das Hähnchen reintropfen lassen für extra Aroma. Aber Reis schon nie so gut. Also so geil gegessen. Hat eine richtig schöne Note. Mhm. Die Frische, der Limette, das gefällt mir richtig gut. Die Erbsen, mit denen konnte ich am Anfang gar nichts anfangen im passt Reis. Einfach, passt einfach zusammen. Das Coole ist, dieses Reisrezept macht man ein schönes Chicken Chili, so ein bisschen jamaikanisch gewürzt, auch gerne im Dutch Oven. Mhm. Und serviert das mit dem Reis zusammen. Das ist auch mega. Mhm. Aber jetzt unsere Hühnerkeulen. Ja, unbedingt. Hier für dich eins. Danke. Für mich eins. Ja. Schön goldbraun. Sehr, sehr gut. Ich muss die ja immer so abpütteln hier. Ne? Also für mich ist Fingerfood. Ja, ist ja auch hier. Ja. Ja, das ist aber auch wieder saftig ohne Ende. Und dann hat die Curry nochmal mit der Rose und dem Ahornsirup. Das ist so geil rund. Diese Süße auch dahinter, ne? Geil nochmal. Das hat Spaß gemacht. Hey, und das war eine Dreiviertelstunde Arbeit, ne? Ist nichts. Also. Herr Grill macht da die Arbeit. Bitte sag, dass du nichts mehr zum Grillen hast. Ich glaube, wir sind durch. Ich kann nicht mehr. Ja, genug Kalorien verbrannt heute. Ich kann nicht mehr, aber es war großartig. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, persönlich sowieso, kulinarisch nochmal einen Horizont erweitert. Der Reis persönlich irgendwie mein Highlight einfach. Und ich sage dir, ich werde den zu Hause nachmachen. Mhm. Vielleicht werde ich da meine eigene Note mit reinbringen. Ja, mach das. Und dann schicke ich dir das. Würde mich freuen. Ich bin gespannt. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt und vorweg, wir werden unten in der Beschreibung die Rezepte, die Rubs reinhauen, irgendwie mit denen wir gearbeitet genau. haben. Marco. Tipps, Tricks, alles kommt da rein. Ne, damit ihr das schön nachgrillen könnt. Wenn ihr sonst Fragen habt, ruft es an, schreibt uns eine E-Mail oder noch schöner, kommt persönlich vorbei. Wir freuen uns sehr auf euch. Und ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat mit Marco und mir, klickt, liked, teilt, rastet aus, kommentiert, abonniert den Kanal, verpasst keines der neuen Videos mehr.
Und ich würde sagen, wir sind raus, euer Benny. Und Marco, adios, bis bald. Dankeschön. Ach, Benny, guck mal, die Kartoffeln sind fertig. Oh nein, das ist ja blöd gelaufen. Und die Zwiebeln werden mal eben. Ach, die Zwiebeln. Hast du schon mal eine grüne Zwiebel gesehen? Ja, wer kennt's nicht? Dieser Curry, Rosen nochmal und dann der Ahornsirup. Lass mich doch nicht hängen hier. Ach so, das ist. So.